der Felsenkönig. Gurgi warf sich zu Boden, bedeckte den Kopf mit den Händen und winselte erbärmlich. Das Ungeheuer begann sich langsam auf seinen spindeldürren Beinen aufzurichten. Es war dreimal so groß wie Taran. Seine schlaffen Arme baumelten über einem paar knotiger, moosbedeckter Knie. Schwerfällig und gebückt wankte der Riese auf die Gefährten zu. »Gelef«, ächzte Taran, »aber ich glaubte sicher...« »Das gibt es doch gar nicht«, flüsterte Fleftur. »Das ist unmöglich, nicht der kleine Glef. Und wenn er es tatsächlich sein sollte, dann haben wir bestimmt einen vollkommen falschen Eindruck von ihm gewonnen.« »Zittert«, schrie die brüchige Stimme von Neuem. »Ihr sollt zittern!« »Großer Belin«, murmelte der Barde, der in der Tat so heftig zitterte, dass er fast sein Schwert fallen ließ. »Das braucht man mir nicht erst zu sagen.« Der Riese beugte sich nieder, schützte seine weißen Augen mit der Hand vor dem Licht aus der goldenen Kugel und starrte die Gefährten an. »Zittert ihr auch wirklich?« fragte er mit einer Stimme, die fast besorgt klang. »Zittert ihr auch nicht aus reiner Höflichkeit?« Gurgi hatte es unterdessen gewagt, seine Hände vom Gesicht zu nehmen. Aber der Anblick des Ungeheuers, das wie ein Turm über ihm stand, ließ ihn rasch wieder die Hände vor die Augen schlagen und lauter jammern als vorher. Prinz Run erholte sich als erster von seinem Schrecken und betrachtete das Monstrum mit unverhohlener Neugier. »Na, hört mal, das ist das erste Mal, dass ich einen sehe, dem Pilze im Bart wachsen«, bemerkte er. »Lässt er sich die absichtlich wachsen, oder ist es reiner Zufall?« »Wenn das der Glef ist, den wir kennen«, sagte der Barde, »dann hat er sich beträchtlich verändert.« Die weißen Augen des Riesen wurden größer. Was auf einem Gesicht von normaler Größe vielleicht ein Lächeln geworden wäre, wurde bei ihm zu einem verzerrten Grinsen. Glef blinzelte und beugte sich weiter herab. »Ihr habt also von mir gehört?« fragte er interessiert. »Allerdings«, warf Run ein, »es ist erstaunlich, aber wir dachten, dass Lian...« »Prinz Run«, versuchte Taran zu warnen. Aber Glef schien im Augenblick nicht die Absicht zu haben, ihnen etwas Böses zuzufügen. Er fand offenbar eher Spaß an der Ratlosigkeit der Gefährten. Aus seinem Gesicht sprach weniger Zorn als Genugtuung. Taran hätte es allerdings für klüger gehalten, nichts von ihrem Erlebnis im Wald zu berichten, ehe er mehr von dem seltsamen Höhlenbewohner wusste. »Lian«, fragte Glef rasch, »was wisst ihr von Lian?« Da Run sich bereits verplappert hatte, gab es auch für Taran keine andere Wahl, als zuzugeben, dass sie Glefs Hütte entdeckt hatten. Taran berichtete, dass sie die Rezepte für die Zaubertränke gefunden hätten, verriet aber dabei nicht mehr, als er unbedingt musste. Er konnte ja nicht wissen, wie Glef es aufnehmen würde, wenn Fremde in seiner Habe herumstöberten. Zu seiner Erleichterung kümmerte sich der Riese weniger darum, als um das Schicksal der Katze. »Oh, Lian«, schrie Glef, »wenn sie nur hier wäre, irgendjemand, der mir Gesellschaft leisten könnte.« Dabei vergrub er sein Gesicht in die Hände und die Höhle hallte wieder von seinem Schluchzen. »Nun, nun«, suchte Fleftur ihn zu besänftigen. »Nimm es dir nicht so zu Herzen. Du kannst von Glück sagen, dass du nicht aufgefressen worden bist.« »Aufgefressen«, schnaubte Glef und hob den Kopf. »Ich wünschte, es wäre so. Lieber jedes andere Schicksal als diese verdammte Höhle. Es gibt hier nämlich Fledermäuse. Die haben mir schon immer Schrecken eingejagt, wenn sie in ihrer widerwärtigen Art herumfliegen und schreien. Und wimmelnde weiße Würmer strecken ihre Köpfe aus dem Fels und glotzen einen an. Und spinnenartige Wesen. Und Wesen, die einfach Wesen sind. Das sind die Schlimmsten. Das lässt einem das Blut gerinnen, das kann ich euch sagen. Neulich, vor ein paar Tagen, wenn man hier überhaupt von Tagen reden kann, denn der ganze Unterschied hier unten besteht darin...« Der Riese beugte sich nieder. Seine Stimme senkte sich zu einem rauen Flüstern. Er schickte sich offenbar an, diese Geschichte in aller Ausführlichkeit zu erzählen. »Glef«, unterbrach ihn Taran, »wir bedauern deine missliche Lage, aber ich bitte dich sehr, zeige uns einen Weg aus der Höhle.« Glef bewegte seinen mageren Kopf hin und her. »Einen Weg hinaus? Den habe ich immer gesucht. Es gibt keinen, jedenfalls nicht für mich.« »Es muss einen geben«, beharrte Taran. »Du hast doch selbst auch einmal einen Zugang gefunden. Zeig uns den.« »Den Zugang gefunden?« erwiderte Glef. »Gefunden? Das stimmt nicht ganz. Es war eigentlich alles Lians Schuld. Wenn sie nur nicht aus dem Käfig ausgebrochen wäre, damals, als mein Zaubertrank so trefflich wirkte.
Sie jagte mich aus meiner Hütte. Das war zwar undankbar, aber ich verzeihe ihr. Ich hatte immer noch das Fläschchen bei mir. Oh, hätte ich doch diesen verdammten Saft weggeworfen. Ich lief so schnell ich konnte und Lian hinter mir her. Clef schlug sich mit zitternder Hand an die Stirn und blickte trübselig vor sich hin. »Ich bin in meinem Leben nie so schnell und weit gelaufen«, fügte er hinzu. »Ich träume immer noch davon, wenn ich nicht von Schlimmerem träumen muss.« Schließlich fand ich ein Loch und schlüpfte geschwind hinein. »Ich durfte keinen Augenblick säumen«, fuhr Clef fort und seufzte tief. »Ich schluckte den Trank. Jetzt, wo ich Zeit habe, alles zu überdenken, sehe ich ein, ich hätte es nicht tun sollen.« Da der Saft aber Lian so viel größer gemacht hatte, dachte ich, mir würde er auch helfen. »Und so geschah es«, erzählte Clef. »Und er wirkte in der Tat so schnell, dass ich mir fast den Schädel an der Decke zerstieß. Und ich wuchs immer weiter. Ich quetschte mich tiefer in die Höhle hinein, soweit ich konnte, stieg immer tiefer hinab und suchte immer größere Felsenkammern, bis ich hier am Ende ankam. Dann gab es keinen Ausweg mehr.« Ich war der Gefangene meiner eigenen Zauberkunst. Ich habe viel darüber nachgedacht, seit jenem unglücklichen Tag. Ich erinnere mich oft daran, grübelte Clef weiter. Er schloss die Augen halb und schien ganz versunken in seine Erinnerungen. Ich möchte jetzt nur wissen, murmelte er vor sich hin, ich möchte jetzt nur wissen, ob... Clef Duhr, flüsterte Taran dem Barden ins Ohr. Gibt es denn keine Möglichkeit, ihn im Reden zu unterbrechen? Er soll uns lieber einen Ausgang zeigen, oder sollen wir versuchen, uns an ihm vorbeizuschleichen und selbst zu suchen? »Ich weiß nicht recht«, antwortete Clef Duhr, »von allen Riesen, die ich gesehen habe. Nun, in Wirklichkeit habe ich nie einen gesehen, aber genug von ihnen gehört. Clef jedenfalls erscheint mir, ja, wie soll ich sagen, er erscheint mir klein. Ich weiß nicht, ob ich mich klar ausdrücke. Aber er war ein kleines, schwaches Kerlchen am Anfang, und nun ist er ein kleiner, schwacher Riese. Und obendrein ein echter Feigling. Ich meine, wir können es mit ihm aufnehmen, wenn wir nur an ihn herankommen. Die größte Gefahr ist, dass er uns niedertrampelt und zerquetscht. Mir tut er eigentlich leid«, fuhr Flefto fort, »aber ich weiß nicht, wie wir ihm helfen können, und unsere Suche dürfen wir nicht verzögern.« »Ihr hört mir ja gar nicht zu«, schrie Clef, der eine Zeit lang weitergeredet hatte, ehe er merkte, dass er hauptsächlich zu sich selbst gesprochen hatte. »Ja, es ist immer das Gleiche«, schluchzte er. »Obwohl ich ein Riese bin, kümmert sich niemand um mich.« »Oh, ich kann euch sagen, es gibt Riesen, die würden euch die Knochen brechen und euch quetschen, bis euch die Augen aus dem Schädel treten. Ihr würdet ihnen zuhören, das könnt ihr mir glauben. Aber Clef hört dir nicht zu. Bei ihm ist es ja gleichgültig, ob Riese oder nicht. Clef, der Riese, eingesperrt in diese verdammte Höhle. Und wer schert sich darum? Wer sieht ihn überhaupt?« »Nun hör mal«, antwortete Clef Duhr etwas ungehalten, denn der Riese hatte angefangen zu greinen und die Gefährten mit seinen riesigen Tränen zu durchnässen. »Das ist deine eigene Schuld, dass du hier in der Falle sitzt. Du hast dich auf etwas eingelassen, das du nicht beherrschst. Und das führt meist zu einem traurigen Ende.« »Ich wollte gar kein Riese sein«, protestierte Clef. »Nie und nimmer. Einst dachte ich, ich könnte ein berühmter Kriegsmann werden. Ich schloss mich dem Heer von Fürst Gorion an, als er gegen Fürst Gast auszog. Aber ich konnte den Anblick von Blut nicht ertragen. Ich wurde dabei grün im Gesicht. Und dieses Schlachten, dieses Hauen und Stechen, das macht einen ganz schwindelig. Allein der Lärm ist nicht auszuhalten. Nein, das kam überhaupt nicht in Frage.« »Das Leben eines Kriegers ist ein Leben voller Mühen«, sagte Taran, »und fordert ein starkes Herz, wenn man sich dazu entschließt. Gewiss gab es noch andere Möglichkeiten, dir einen berühmten Namen zu machen.« »Dann dachte ich, ich könnte Barde werden«, fuhr Clef fort. »Doch das endete genauso übel. Das Wissen, das man sich erwerben muss, die ganzen Lehren, die man beherrschen muss.« »Da bin ich ganz deiner Meinung, alter Freund«, brummte Clef Duhr mit einem Seufzer des Mitleids. »Ich habe die gleichen Erfahrungen gemacht.« »Es ging nicht einmal so sehr um die Lehrjahre«, erklärte Clef mit einer Stimme, die Mitleid erregt hätte, wäre sie nicht so laut gewesen. »Ich weiß, ich hätte das alles lernen können, wenn ich mir die Zeit genommen hätte. Nein, es ging um meine Füße. Ich konnte das Wandern und Reisen von einem Ende Prydains zum anderen nicht aushalten und immer an einem anderen Ort schlafen. Und die Harfe, die einem Blasen auf der Schulter reibt.
Wir bedauern dich, unterbrach ihn Taran, der unruhig hin und her rutschte. Aber wir können uns nicht länger aufhalten. Wir müssen leider weiter. Glev hatte sich vor die Gefährten hingehockt, während Taran sich den Kopf zerbrach, wie sie an ihm vorbeikommen könnten. »Bitte, bitte geht nicht!« schrie Glev, als hätte er Tarans Gedanken erraten. »Noch nicht! Gleich werde ich euch einen Ausgang zeigen, ich verspreche es!« »Ja, ja!« rief Gurgi dazwischen, der sich jetzt endlich überwinden konnte, die Augen zu öffnen und sich aufzurichten. »Gurgi mag keine Höhlen, und der arme, zarte Kopf ist ganz wirr von all dem Hallen und Schallen!« »Dann kam ich auf den Gedanken, ein Held zu werden,« fuhr Glev eifrig fort, ohne die Ungeduld der Gefährten zu gewahren. »Ein Held, der umherziehen sollte, um Drachen und dergleichen zu erschlagen. Aber ihr könnt euch nicht vorstellen, wie schwierig das ist. Man findet ja heutzutage kaum mehr einen Drachen. Aber endlich entdeckte ich einen, im Kantreffmar. Es war ein kleiner Drache,« gab Glev zu, »etwa so groß wie ein Wiesel. Die Bauern dort hatten ihn in einen Kaninchenstall gesperrt und die Kinder kamen und sahen sich den Drachen an, wenn sie nichts Besseres vorhatten. Aber immerhin, es war ein Drache.« »Und ich hätte ihn auch erschlagen«, fügte er wehleidig hinzu. »Ich versuchte es wenigstens, aber das tückische Biest biss mich so heftig, dass ich noch heute die Narben an meinen Finger trage.« Taran umfasste den Griff seines Schwertes. »Glev«, sagte er mit fester Stimme, »ich bitte dich noch einmal, uns den Weg zu zeigen. Wenn nicht...« »Dann dachte ich, ich könnte König werden«, sprach Glev schnell weiter, ehe Taran enden konnte. »Ich dachte, wenn ich eine Prinzessin heirate...« »Aber nein, man wies mich schon am Burgtor ab.« »Was konnte ich jetzt noch tun?« maulte Glev und schüttelte jämmerlich den hageren Schädel. »Ich konnte es nur noch mit der Zauberei versuchen. Durch Zufall wurde ich mit einem Hexenmeister bekannt, der behauptete, er habe ein Buch mit Zaubersprüchen. Er wollte nicht sagen, woher er es hatte, aber er versicherte mir, dass es mächtige Zaubersprüche enthalte. Es hatte einst dem Königshaus von Lyr gehört.« Bei diesen Worten wurde Taran aufmerksam. »Ailonvi ist eine Prinzessin aus dem Hause Lyr«, flüsterte er dem Barden zu. »Was weiß Glev davon? Ob er uns die Wahrheit sagt?« »Es stammte aus Caer Culur«, erzählte Glev weiter. »Aus Caer Culur selbst. Ich natürlich. Glev, sag mir schnell«, unterbrach ihn Taran, »was ist Caer Culur? Was hat es mit dem Königshaus Lyr zu tun?« »Na alles«, gab Glev unwirsch zurück, als sei das selbstverständlich. »Caer Culur ist der ursprüngliche Stammsitz des Hauses Lyr. Ich dachte, das sei allgemein bekannt. Eine wahre Schatzkammer für Zauberer und Schwarzkünstler. Ach du meine Güte. Ja, wie ich schon sagte, jetzt glaubte ich natürlich, das sei etwas für mich. Der Hexenmeister wollte das Buch ebenso dringend loswerden, wie ich es haben wollte.« Tarans Hände begannen plötzlich zu zittern. »Wo ist Caer Culur?« fragte er. »Wie können wir es finden?« »Es finden?« sagte Glev. »Ich weiß nicht, ob noch viel davon übrig ist. Man sagt, die Burg sei seit Jahren zerstört, auch durch Zauber, wie du dir denken kannst. Außerdem müsstet ihr euch schon kräftig in die Ruder legen.« »Rudern auf Land?« fragte Fleftur. »Das glaubst du doch selbst nicht.« »Doch, rudern«, wiederholte Glev und nickte traurig. »Vor langer Zeit war Caer Culur einmal ein Teil von Mona, aber bei einer großen Sturmflut brach es von der Hauptinsel ab.« »Nun, wie dem auch sei«, fuhr Glev fort, »ich raffte den ganzen kleinen Schatz zusammen, den ich mir mühselig zusammengespart hatte.« »Wo ist die Insel?« drängte Taran. »Glev, du musst es uns sagen, es ist wichtig für uns.« »In der Mündung des Alav«, erwiderte Glev, etwas verärgert, weil er erneut unterbrochen wurde. »Aber das hat nichts mit dem zu tun, was mir zustieß. Also, der Hexenmeister...« Taran überlegte angestrengt. Mark hatte Ailonvi zum Alav gebracht. Er hatte ein Boot benutzt. War der Wohnsitz der Ahnen Ailonvis sein Ziel? Sein Blick traf sich mit dem Flefturs und die Miene des Barden zeigte, dass er die gleichen Gedanken hatte. »Der Hexenmeister«, fuhr Glev fort, »hatte es so eilig, dass ich keine Gelegenheit fand, mir das Buch anzusehen. Bis es zu spät war. Er hatte mich betrogen. Es war ein Buch mit nichts drin, mit leeren Seiten.« »Erstaunlich«, rief Prinz Run. »Eben das Buch, das wir fanden.« »Wertlos«, seufzte Glev. »Aber da ihr es gefunden habt, könnt ihr es auch behalten. Es gehört euch, ein Geschenk, zur Erinnerung an mich. So werdet ihr wenigstens den armen Glev nicht vergessen.« »Schwerlich«, murmelte Flevdur vor sich hin. »Schließlich braute ich dann meine eigenen Säfte«, sagte Glev. »Ich wollte wild sein. Ich wollte stark sein. Ganz Mona sollte vor mir zittern.
Oh, es war eine mühselige Arbeit, das könnt ihr mir glauben. Nun, ihr seht das Ergebnis und das Ende all meiner Hoffnungen, fuhr der Riese traurig fort. Bis ihr dahergekommen seid. Ihr müsst mir helfen, dass ich aus dieser schrecklichen Höhle herauskomme. Ich kann die Fledermäuse und die wimmelnden, kriechenden Wesen nicht mehr aushalten. Das ist zu viel. Ich sag euch, zu viel. Das ist widerlich, abscheulich, stickig, feucht, schrie er verzweifelt. Ich kann Schimmel und Pilze nicht mehr ertragen. Schimmel und Pilze. Ich habe die Nase voll. Er begann wieder zu weinen und seine erbarmungswürdigen Seufzer erschütterten die Höhle. Dalben, mein Herr und Meister, ist der mächtigste Zauberer von Prydain, sagte Taran. Vielleicht kann er Mittel und Wege finden, um dir zu helfen. Aber jetzt brauchen wir deine Hilfe. Je eher wir frei sind, desto eher kann Dalben dir helfen. Zu lange, stöhnte Gleff. Bis dahin bin ich selbst ein Pilz. Hilf uns, beschwor ihn Taran. Hilf uns und wir werden versuchen, dir zu helfen. Gleff schwieg einen Augenblick. Er dachte nach. Sein Mund verzog sich nervös. Sehr gut, sehr schön, sagte er schließlich und stand auf. Folgt mir! Oh, eines wüsste ich, was ihr mir zu Gefallen tun könnt, wenn es euch nur nicht lästig ist. Es ist nur eine ganz kleine Sache. Wenn es euch wirklich gar nichts ausmacht, so hätte ich wenigstens eine Genugtuung, wenn auch eine kurze. Ein winziger Gefallen. Würdet ihr mich König Gleff nennen? »Großer Belin«, rief Leftur, »wenn's weiter nichts ist, dann werde ich euch Majestät, König, Prinz oder sonst was nennen. Zeig uns nur den Weg ins Freie, großer Herr und Meister.« Gleffs düstere Miene hellte sich auf, je tiefer sie in die finsteren Gänge der Höhle eindrangen. Die Gefährten bemühten sich, Schritt zu halten. Gleff, der ja seit seiner Gefangenschaft nie mehr ein Wort gesprochen hatte, hörte nicht auf zu sprechen. Er hatte, wie er jetzt berichtete, versucht, neue Säfte zu brauen, diesmal um sich kleiner zu machen. In einer Art Felsenkammer hatte er sogar eine Art Laboratorium eingerichtet, wo ein Trog mit siedendem Wasser stand, in dem er sein Gebräu abkochte. Seine Geschicklichkeit, mit der er Mörser, Kochgefäße und Becken hergestellt hatte, überraschte Taran und erfüllte ihn mit mitleidiger Bewunderung für den armen Riesen. In Wirklichkeit aber beschäftigten Taran ganz andere Fragen. Er suchte nach einer Erklärung, die ihm jedes Mal entglitt, wenn er ganz nahe daran war. Die Lösung aller Rätsel musste in den verfallenen Hallen von Kaer Kulur zu finden sein. Und dort war auch Alonvi. Gleff war indessen am Ende eines Ganges stehen geblieben. Unten am Boden gähnte die dunkle Öffnung eines Tunnels. »Lebt wohl«, schnaufte Gleff und deutete gramerfüllt auf das dunkle Loch. »Geht geradeaus weiter. Ihr könnt den Weg nicht verfehlen.« »Du hast mein Wort«, sagte Taran, als Fleftur, Gurgi und Prinz Run bereits durch die Öffnung krochen. »Wenn es in Dalbens Macht steht, dann wirst du befreit.« Taran nahm die Kugel fest in die Hand, bückte sich und zwängte sich durch den engen Spalt. Fledermäuse stiegen laut kreischend wie eine Wolke auf. Er hörte Gurgi vor Schreck laut aufschreien und rannte weiter. Im nächsten Augenblick stieß er gegen eine Wand und taumelte zurück. Das Spielzeug entglitt seinen Händen und fiel auf das Geröll am Boden. Mit einem Wutschrei fuhr Taran herum und sah, wie ein mächtiger Felsblock in die Öffnung gewälzt wurde. Gleff hatte den Ausgang verschlossen.